Die Kollegin Marianne Harder-Kühnel für die AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Als vor 111 Jahren der Weltfrauentag eingeführt wurde, da ging es Frauen noch um die echten Frauenrechte, nämlich den guten und richtigen Kampf für die Gleichberechtigung und für die Freiheit der Frau. Heute werden vor allem Phantomdebatten geführt. Da geht es um die gendergerechte Verhunzung der deutschen Sprache oder immer wieder über das leidige Thema Frauenquote. Ein Blick auf die Regierungsbank reicht, um zu sehen, welche Folge diese Quote hat. Eine Außenministerin, die von feministischer Außenpolitik schwadroniert. Was bitte soll das sein? Frau Baerbock, wollen Sie Tampons über Teheran abwerfen? Eine Familienministerin, die die Familie abschaffen und durch eine Verantwortungsgemeinschaft ersetzen will. Künftig wird es möglich sein, dass ein Kind einen Vater und drei Mütter hat. Damit wird die für Frauen katastrophale islamische Vielehe in Deutschland de facto legalisiert. Unfassbar, Frau Spiegel. Und Sie alle haben eines gemeinsam, Sie machen Frauen da zu Opfern, wo sie gar keine sind, und Sie schweigen dröhnend laut dort, wo Frauen zunehmend zu Opfern werden. Gender-Unsinn und Queer-Beauftragte werden eben nicht den über 100.000 Frauen helfen, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Und sie werden ebenso wenig den Frauen helfen, die von Zwangsverheiratung, Ehrenmorden und sexuellen Übergriffen bedroht wird. All das passiert aber in angeblich besten Deutschland, das es je gab. Und durch Ihr politisch korrektes, kultursensibles Schweigen machen Sie sich mitschuldig daran, dass die über Jahrhunderte hart erkämpften Rechte der Frauen und Freiheiten der Frauen verloren gehen. Und deshalb ist es erforderlich, eine ganz neue Debatte über Frauenrechte zu führen. Aber die muss verdammt noch mal ehrlich sein. Frauenrechte zu stärken ist aktuell wichtiger denn je. Aber dabei geht es eben nicht um Genderwahn oder darum, wie man seine Eltern politisch korrekt benennt, sondern es geht darum, dass wir Frauen uns im Deutschland des 21. Jahrhunderts die Freiheit zurückerkämpfen müssen, angstfrei und ohne männliche Begleitung nachts auf die Straße gehen zu können. Es geht um die Freiheit, sich seinen Ehemann selber aussuchen zu dürfen, ihn nicht mit x anderen Frauen teilen zu müssen oder schon als Kind zwangsverheiratet zu werden. Es geht um die Freiheit, sich als Frau und Mutter auch für drei Kinder und mehr entscheiden zu können, ohne sich dem Risiko von Altersarmut auszusetzen oder sich von kinderlosen Grünen als CO2-produzierendes Heimchen am Herd beschimpfen zu lassen. Und vor allem geht es um Nulltoleranz. Nulltoleranz bei der zunehmenden Gewalt gegen Frauen, egal ob es sich um sexuelle oder häusliche Gewalt, um Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung oder Kinderehen handelt. Statt sich aber um diese echten Probleme zu kümmern, wollen Sie eine Art neues Matriarchat einführen. Ein Matriarchat, das so kultursensibel, so vogue, so voller Selbsthass ist, dass es archaischen Kulturen aus der ganzen Welt die Tore öffnet. Wundern Sie sich aber nicht, wenn Ihre Matriarchat plötzlich in einem Patriarchat ganz neuer Qualität aufwacht. Dieses wird allerdings nicht so bunt und vogue sein, sondern vermutlich Burka-Schwarz. Daher mein Appell an Sie, erinnern Sie sich an die Anfänge des Weltfrauentages, an den guten und richtigen Kampf echter Frauenkämpferinnen und an die Erfolge dieses Kampfes. Freiheit, Gleichberechtigung, Schutz vor Gewalt. Massenmigration aus archaischen Kulturkreisen und der Kampf für diese Rechte sind schlicht inkompatibel. Also beenden Sie die Massenmigration. Beenden Sie Ihren konstruierten Kampf der Geschlechter. Lassen Sie Leistung und Qualifikation entscheiden, keine Quote. Dann und nur dann werden Sie der einzigen Aufgabe gerecht, die Sie in diesem Hause haben, nämlich dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen, und zwar des ganzen Volkes, der Frauen wie der Männer. Vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, dass es so
Jetzt ist hier in einem Zwischenruf aus der AfD-Fraktion, sind wer auch immer als Mitglieder der Bundesversammlung diffamiert worden. Ich rate Ihnen, über diese Diffamierung noch mal nachzudenken, Herr Kupala, wenn ich das richtig gehört habe. Jetzt gebe ich das Wort der Kollegin Nicole Bauer für die FDP.